Hallo meine Lieben da draußen und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu diesem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch die zweite Box, die ich mir in der Goodiebox Build Your Own Box Aktion zusammengestellt habe. Die erste Box hatte ich euch ja schon gezeigt, das Video verlinke ich euch gerne nochmal in der Infobox, falls ihr das noch sehen wollt. Und das ist meine zweite Box. Wie gesagt, hatte ich auch noch eine dritte bestellt, aber die ist noch nicht angekommen. Und ich bin mir unsicher, ob die ankommen wird, weil da hatte mir Goodiebox geschrieben, dass ich mir da ein Produkt ausgewählt hatte, was sie irgendwie nicht mehr verfügbar haben. Keine Ahnung. Aber ich bin froh, dass zwei Boxen angekommen sind. Ich hatte mir, wie gesagt, die große Variante ausgewählt mit 4 Travel Sizes und 4 Full Sizes für 34,95. Es hätte auch noch eine Variante gegeben, eine kleinere mit 4 Travel Sizes und 2 Full Sizes für 29,95. Also 5 Euro Unterschied. So, und jetzt zeige ich euch, was ich mir in der zweiten Box noch ausgewählt habe. Fangen wir als erstes mal wieder mit den Travel Sizes an. Da hatte ich mir hier von eCooking das Trockenshampoo ausgewählt in 75 Milliliter. Und Trockenshampoo benutze ich nicht häufig, aber es kommt vor. Jetzt hat gerade mein Telefon geklingelt. Ich war beim ersten Produkt, ne, bei dem Trockenshampoo. Also ich verwende relativ selten Trockenshampoo, aber es kommt vor. Also wenn ich dann wirklich mal morgens die Haare auffrischen muss und keine Zeit habe zu waschen oder es kommt vor. Und ich habe momentan ein Trockenshampoo aus einem Adventskalender in Anwendung von Living Proof. Und das ist fast leer und dann habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich nur noch eines im Backup habe. Und dann dachte ich mir, nutze ich jetzt diese Build Your Own Box und lege mir gleich zwei Trockenshampoos rein. Und das war das erste, also 75 Milliliter, eine kleine Größe. Ich weiß noch nicht, wie das ist. Und dann bei den Full Sizes habe ich mir ein zweites reingelegt von Rose Avenue Glamorous Voluminizing Dry Shampoo. Don't be a lady, be a legend. So. Das verspricht aber viel. Und das sind 250 Milliliter sogar. Also das ist wirklich eine große Größe. Ich bin gespannt. Die Verpackung ist natürlich sehr schön in diesem Roségold, matt. Ja, damit habe ich jetzt dann auf jeden Fall meine Trockenshampoo-Backup-Reihe wieder aufgefüllt. Dann machen wir mal weiter bei den Travel Sizes, da habe ich mir hier eine Augencreme, natürlich, ja, Nachtcreme und Augencreme sind ja meine Favoriten, reingelegt und zwar von The Cure. Das ist ja auch eine relativ teure Marke und das ist Revitalizing Eye Repair, 7 Milliliter. Bin mal gespannt, wie das sein wird. Bin mal gespannt, ob das eher gelig oder cremig ist. Jedenfalls, das war, wie gesagt, bei den Travel Sizes mit dabei. Falsch rum, so rum ist richtig. Dann hatte ich mir nochmal von Naobe diese Tagescreme reingelegt. Die hatte ich schon in der ersten Box, aber ihr seht, wie begeistert ich von der momentanen Variante davon bin, die ich verwende, von der Detox Light, Oxygen Light Cream. Davon bin ich so begeistert, dass ich mir jetzt diese reichhaltige sogar zweimal reingelegt habe. Ich hoffe wirklich sehr, dass mir die genauso gefällt wie die Light Cream. So, dann war bei den Travel Sizes noch dabei dieses Shampoo von Zenz. Und das sind 75 Milliliter. Shampoo for all hair types. Für normales und feines Haar mit Aloe Vera, Avocadoöl und Kokosnusswasser. Das soll Volumen geben und Feuchtigkeit nach Bergamotte und Neroli riechen. Ja, das hat mich einfach interessiert, so eine kleine Größe an Shampoo und dass es eben auch Volumen geben soll, weil ich habe ja sehr feines Haar. Mal, ach nee, das ist noch zu geschweißt, das mache ich jetzt nicht auf. Ich wollte mal dran riechen, aber das mache ich jetzt nicht. Und es ist auch vegan. So, das war noch bei den Travel Sizes mit dabei. Jetzt haben wir die Travel Sizes durch. Und dann hatte ich noch bei den Full Sizes noch eine Augencreme von Symbiosis London. Das ist ja auch eine sehr teure Marke. Und das ist die Blue Light Rescue and Protection Eye Contour, 10 Milliliter.
Das ist ja ein bisschen weniger als eine normale Full-Size-Augencreme. Normal ist ja so 15 Milliliter, aber jetzt habe ich hier 10 Milliliter und hier 7 Milliliter, also quasi beides zusammen ist dann ein bisschen mehr als Full-Size. Und ja, also da war ich auch sehr gespannt. Das kann man am Morgen und am Abend verwenden. Und wie gesagt, Augencreme verwende ich auch wirklich viel. Und dann habe ich mir diesen Lipgloss nochmal mitgenommen von Tease. Crave Lipgloss, weil den mag ich wirklich gerne. Und ich bin bei Lipgloss normalerweise sonst nicht so dabei, weil ich finde Lipgloss häufig unangenehm auf den Lippen. Also wenn es dann so klebt und irgendwie komisch schmeckt. Also ich benutze wirklich eher normalen Lippenstift, ab und an auch einen Liquid Lipstick, aber nur ganz selten Lipgloss. Und dann hatte ich den mal in der Goodiebox letztens und der gefällt mir wirklich gut. Und deswegen wollte ich davon noch ein Backup und habe mich sehr gefreut, dass der bei dieser Build Your Own Box Aktion wieder mit dabei war. Das ist die Farbe Beautiful Bad Habit, glaube ich. Genau, Beautiful Bad Habit heißt die Farbe. Und das ist wirklich ein schöner Glitzer. Ein schöner Glitzer, lässt sich auch mit unterschiedlichen Lippenstiften kombinieren. Klebt nicht, hält gut. Ein wirklich schöner Lipgloss. Und das letzte Full-Size-Produkt, was ich mir reingelegt hatte, ist hier von The Vintage Cosmetic Company tatsächlich ein Tool. Und zwar Blemish Wand. Also das soll so ein Gerät sein, mit dem man besonders gut und hygienisch Pickel ausdrücken kann. Ich weiß, Pickel soll man nicht ausdrücken, ja, das weiß ich. Aber tun wir es nicht alle irgendwie. Also ich habe so ein Gerät noch nicht. Und das war dann der Grund, weswegen ich mir das reingelegt habe, weil ich mir dachte, okay, ich probiere es auf jeden Fall mal aus, ob das damit besser geht. Ich weiß es nicht. Aber es ist zumindest, wie gesagt, ein Tool, was ich noch nicht habe. So, und das war meine zweite Box. Jetzt fassen wir nochmal zusammen. Bei den Full Sizes hatte ich, wie gesagt, dieses Trockenshampoo von Rose Avenue. Von The Vintage Cosmetic Company diesen Blemish Wand. Den Lipgloss von Tease. Von Symbiosis London die Augencreme. Und das waren die Full Sizes. Bei den Travel Sizes hatte ich von eCooking nochmal ein kleines Trockenshampoo in 75 ml. Diese kleine Augencreme von The Cure in 7 ml. Nochmal die Tagescreme 50 ml von Naobay. Und von Sense eine kleine Größe eines Shampoos, das ich mal ausprobieren will. So. Das war meine zweite Box. Wie gesagt, ich hatte noch eine dritte bestellt, aber ich weiß nicht, ob die noch kommen wird. Schauen wir mal. Wenn ja, werdet ihr noch ein drittes Video sehen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr euch auch eine Box zusammengestellt habt, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr so ausgewählt habt an Produkten. Das würde mich sehr interessieren. Auch zu den Produkten, die ich euch jetzt vorgestellt habe, wenn ihr da schon eins kennt, schreibt mir doch gerne, wie ihr das so findet. Und damit war es das für heute. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!